Hallo zusammen. Wisst ihr, wie die Herstellung von Reisekoffern und das Abpacken von Süßigkeiten aussieht? Die kurze Antwort lautet: mega spannend. Heute habt ihr die Chance, euch davon zu überzeugen, denn in den nächsten Minuten werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der Massenproduktion verschiedenster Produkte. Lasst uns loslegen. Die Maschine verdreht mehrere dünne Drähte zu Litzen, um anschließend etwas Beeindruckendes herzustellen. Sieht futuristisch und extrem fest aus. Eine einzigartige Technologie, den Lack der Karosserie eines Neuwagens zu schützen. Habt ihr jemals so eine riesige Spule gesehen? Sie besteht aus unzähligen Fäden, die sich dank so einer einfachen Vorrichtung nicht ineinander verwickeln. Könnt ihr euch vorstellen, dass es ein Gerät gibt, das aufgrund des Aussehens eines Donuts beurteilen kann, wie er schmeckt? Es gibt es wirklich und ihr seht es gerade. Und es serviert auch noch. Dem Kerl ist es gelungen, eine Maschine zu erfinden, die ihm dabei hilft, perfekte Garderoben zu bauen. Bei IKEA ist so etwas bestimmt nicht zu kaufen. Jetzt wisst ihr von eurem Topf etwas mehr. Ein schöner Anblick, nicht wahr? Leider ist das Zeug nicht genießbar. So sieht die Herstellung von Polyethylen-Schaumstoff aus. Das ist nur ein kleiner Teil des aufwendigen Herstellungsprozesses von Kunstrasen. Ganz bald wird diese Rolle zu jemandem nach Hause geschickt, um die Wiese vor dessen Haus zu veredeln. Magie? Nein, moderne Technologien. Und das alles für den Zweck, euer Auto zum schicksten Wagen in der Nachbarschaft zu machen. Sandguss ist eines der ältesten Verfahren zum Gießen von Metallen und ist immer noch die einfachste und schnellste Methode, die es gibt. Schon bald werden die Arbeiter ein fertiges Soundteil aus dem Sand ziehen können. Diese weiche, Marshmallow-ähnliche Substanz hilft, gewöhnliches Geschirr in ein farbenfrohes zu verwandeln. Da der Stempel aus elastischem Material besteht, kann das Geschirr auch mit sehr detailreichen Motiven bestempelt werden. Jeder Konditor würde sich freuen, einen solchen Helfer zu Hause zu haben. Und ASMR als Bonus ist ein wahr gewordener Traum. Ich weiß, das sieht so aus, als müsste Pikachu gerettet werden, aber das ist ein nicht wegzudenkender Teil des Herstellungsprozesses von Kuscheltieren. Die Maschine führt das Füllmaterial durch ein Rohr zu und der Bediener muss nur das Kuscheltier so drehen, dass das Material gleichmäßig im Inneren verteilt wird. Mit dieser Maschine lassen sich auch große Plüschtiere anfertigen. Stellt euch vor, wie cool es sich anfühlt, so ein Kuschelkrokodil zu umarmen.
Die Anfertigung von Schmuckketten ist zwar ein monotoner Prozess, aber er ist trotzdem sehr entspannend anzusehen. Das ist keine Lichtshow. So wird in einigen Fabriken langer Stahldraht erzeugt. Man kann an der leichten Farbveränderung erkennen, wie er auf dem Förderband allmählich abkühlt. Nicht einmal der beste Mitarbeiter könnte mit dieser Maschine mithalten. Sie sammelt die fertigen Spulen schnell ein und setzt die leeren sofort wieder ein, und das ohne eine einzige Sekunde Verzögerung. Diese Maschine wirkt nicht besonders beeindruckend, oder? Lasst euch aber von ihrem Äußeren nicht täuschen. Sie kann ein dickes Kabel mit Leichtigkeit in zwei Hälften schneiden. Willkommen in der Kofferfabrik. Ich bin sicher, dass der Herstellungsprozess euch überraschen wird. Hier wird Kunststoff innerhalb kürzester Zeit ins Gehäuse eines Koffers verwandelt, und zwar von dieser erstaunlichen Maschine. Das Plastik wird erhitzt, aufgeblasen und bekommt dann die nötige Form verpasst. So entsteht aus einem glatten Blatt ein fester, geräumiger Reisekoffer. Das ist vermutlich der größte Hammer, den ihr jemals gesehen habt. Sein enormes Gewicht ermöglicht es, glühendes Metall wie warmes Wachs zu formen. Nicht einmal der Roboter Wall-E ist mit seiner Pflanze so behutsam umgegangen. Als ihr so ein Netz gesehen habt, habt ihr euch zufällig gefragt, wie so etwas hergestellt wird? Jetzt wisst ihr es. Es gibt eine spezielle Maschine, die es anfertigt, und sie scheint es ganz gut hinzukriegen. Aber in dieser Fabrik sind die Technologien schon so weit fortgeschritten, dass die Netze aus Metallblech geschnitten werden. Die besondere Form der Klingen beschleunigt den Prozess, sodass die Maschen perfekt gleichmäßig und fehlerfrei werden. Und noch ein Video, das eine automatische Nähmaschine in Aktion zeigt. Man kann den Blick kaum losreißen. Nicht einmal der coolste Koch Italiens kann Pizzaböden mit dieser Geschwindigkeit herstellen. So sieht eines der am häufigsten verwendeten Fertigungsverfahren für Kunststoffprodukte aus, das konkret der Herstellung von Hohlkörpern dient. Im ersten Schritt wird das aufgeschmolzene Polymer durch eine Düse gepresst. Der dabei entstandene Vorformling wird im nächsten Schritt in eine Blasform übergeben und aufgeblasen, bis sich die Innenkontur der Form angepasst haben. Am Ende muss der fertige Artikel nur noch an den Rändern nachbearbeitet werden.
Perfekt geschnittene Eiswürfel für euren Cocktail. Der Traumjob eines jeden Perfektionisten. Von außen betrachtet scheint die Arbeit mit geschmolzenem Glas nicht so schwierig zu sein, aber in Wirklichkeit ist es ein unglaublich kraftaufwendiger Prozess. Wenigstens wird der zweite Produktionsschritt von einer speziellen Glaswalzmaschine übernommen. Bei der Massenproduktion von Lebensmitteln ist jedes Detail wichtig. Sogar die Art, wie sie auf dem Förderband liegen. Dank dieser Maschine werden die Lebensmittel sehr schnell und perfekt in einer Reihe platziert. Die Maschine scheint zu tippen, es hört sich sogar so an. Hört mal selbst. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Muskelkraft es braucht, um so ein Kettenglied zu biegen? Für die spezielle Maschine dagegen ist es ein leichtes. Diese Maschine stellt nicht nur perfektes Käsebrot her, sondern tut es auch mit einer Produktivität von fast 1,5 Tonnen pro Stunde. Beeindruckend, nicht wahr? Zur Herstellung von Heizkörpern schneidet diese Maschine das Aluminium in extrem dünne Platten. Der Sammelgreifer kann Holz mit bis zu 30 cm Durchmesser knipsen. Dieses Wunder der Technik erspart den Holzfällern eine Menge Kraft und Zeit. Achtung, Trigger für Tripophobe. Für denjenigen aber, der diese Arbeit früher von Hand erledigen musste, muss diese Maschine ein Segen sein. Die erstaunliche Maschine bearbeitet das Holz, als ob sie eine Stoffrolle abwickeln würde, sodass feinster Stoff entsteht. Die Produktion von Glaserzeugnissen ist eine echte Kunst. In Sekundenschnelle verwandelt sich die formlose glühende Glasmasse in eine wunderschöne Schale. Blinzelt nicht, sonst verpasst ihr alles. In ein paar Sekunden verwandelt diese Blasformmaschine ein Stück Plastik in eine große PET-Flasche. Was wirklich erstaunlich ist, ist, dass keiner der Fabrikarbeiter in Trance verfallen ist, während sie die Maschine beim Berühren des Karamells beobachtet haben. Fun Fact,
Um Bier zu genießen, muss man es nicht unbedingt trinken. Man kann stattdessen einfach beobachten, wie es in Dosen abgefüllt wird. Und das wohlgemerkt bis zum Rand. Die Kartoffelchips-Hersteller sollten sich da ein Beispiel dran nehmen. Ich hätte gern ein 10-stündiges Video davon, wie solche Pralinen mit gesalzenem Karamell gefüllt werden. Diese Maschine dürfte all jenen gefallen, die gerne gestrickte Sachen tragen. Man muss nur das Garn einfädeln und dann kann die Maschine schnell ein paar warme Socken oder ein Pullover stricken. Versucht mal zu erraten, während ihr euch das anschaut, um welches Produkt es sich dabei handelt. Ein Holzpropeller für ein Flugzeug. Lasst mich mit einem Like wissen, ob ihr es von den ersten Bildern an erkannt habt. Eine Fabrik, in der die wichtigste Arbeitsregel perfekte Selbstbeherrschung ist. Man kann sich kaum vorstellen, wie viel Eis am Stiel hier produziert wird. Das Ausmaß ist beeindruckend. Ich glaube nicht, dass Willy Wonka selbst etwas dagegen hätte, solche hochmodernen Maschinen in seiner Fabrik zu haben. Es sieht aus wie eine optische Täuschung, als ob das Rohr aus dem Nichts entstehen würde. Aber nein, so wird ein Wickelfalzrohr hergestellt. Nach dem Prinzip eines Staubsaugers werden die Erzeugnisse von kleinen Röhren aufgenommen und auf ein anderes Förderband befördert. So einfach und doch so genial. Ein spannender Prozess, so werden Patronen angefertigt. Eine solche Maschine schafft übrigens bis zu 8000 Patronen pro Stunde. Zur Herstellung von Walzblei wird das geschmolzene Metall auf Sand gegossen, wo es schnell erstarrt. Und schon sehr bald ist es bereit für die Verpackung und die weitere Verarbeitung. Übrigens werden die meisten der neuen Bleche aus recyceltem Material hergestellt. Man könnte dieser Maschine ewig dabei zusehen, wie sie Verkabelung für Elektroautos produziert. Wetten, dass die Presse aus dem Stück Blech in nur zwei Schritten ein Rohr macht?